Wir zeigen dir in diesem Video, wie du in FIFA 22 ein Tor per flachem Vollspannschuss machst. Diesen brauchst du immer wieder für verschiedenste Aufgaben. Bei dieser Aufgabe beispielsweise musst du mit dem Schuss ins Scoreboard treffen. In der Steuerung heißt dieser Schuss zwar nur Flachschuss, damit kannst du aber diese Aufgaben schaffen. Während du schießt, musst du die Schultertasten R1 und L1 gedrückt halten. Das ist also relativ simpel. Wenn du die Aufgaben auf Halbprofi in Scoppedits machst, kannst du die Tore auch sehr einfach machen, das sollte kein Problem sein. Generell kannst du mit diesen Schüssen immer gut in die lange Ecke zielen. Du kannst deinen Stürmer natürlich aber auch so freispielen, dass er genug Zeit und Platz im 16er hat. Dann kannst du den Ball auch einfach mit diesem Schuss reinmachen. So solltest du mit diesem Schuss auch auf höheren Schwierigkeiten oder in Online-Modi wenig Probleme haben. Wir hoffen, dass wir dir mit dem Video helfen konnten. Stell offene Fragen gerne in den Kommentaren. Lass jetzt gerne noch ein Abo und ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video.